Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, The Must Watch. Ihr seht es schon im Titel, 6 Jahre YouTube. Dieses Video... Ein Hallo Leute und damit herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das hier ist nur mein Vorstellungsvideo. Ich werde jetzt Minecraft spielen und euch dabei alles erklären, was auf meinen Kanal kommen wird. Ich bin heute 6 Jahre alt, jedenfalls vor 6 Jahren hochgeladen. Und ja, das ist schon ein bisschen weird, weil das ist jetzt über ein halbes... Jahrzehnt. Naja, jedenfalls, die Leute von euch, die das Format nicht kennen, was vielleicht mehrere sind, mein erstes Video ist am 2.2.2018 veröffentlicht worden und seitdem mache ich halt jedes Jahr ein Special dafür am 2.2. Jetzt ist es so zur Tradition geworden, wo ich dann halt drüber rede, was ich mir für das letzte Jahr vorgenommen habe, was ich davon geschafft habe und was ich mir für das nächste Jahr vornehme. Besser gesagt, halt für dieses dann, ne? Dieses bis zum nächsten, 2.2. Und ja, darüber reden wir dann heute einfach mal. Naja, was habe ich mir eigentlich für damals überhaupt vorgenommen? Fragen wir das Wort von damals. Videos verbessern. Naja, bessere Qualität der Videos. Ja, ich würde schon sagen, dass ich es in den letzten 2 Videos hinbekommen habe, ne? Naja, aber auch in anderen noch. Jailbreak-Video, was jetzt zuletzt rauskam, das fand ich irgendwie von der Einleitung her und so auch recht geil. Und dann auch noch jetzt das letzte Video von Backstory von Sword Elixir. Das war übrigens das aufwendigste Video, was ich jemals gemacht habe, weil das war ja wirklich eine Animation. Ne? Ich habe davor nie wirklich animiert. Und naja, ich saß einmal sogar bis 6 Uhr morgens dann an dieser Animation. Sieht vielleicht nicht sehr aufwendig aus. Das Animieren selbst geht ja auch noch. Aber das Malen und so, und wenn man nicht malen kann, ist das ein bisschen scheiße. Ja, aber ich weiß, dass einige sich wahrscheinlich nicht für die Story interessieren werden. Ja, ist in Ordnung, verstehe ich auch, weil das ein bisschen random vielleicht ein Video ist, aber ich finde das irgendwie cool, so manchmal die Story verteilt in so Videos reinzubringen. Naja, hier halt das Zimmer verbessern. Naja, das Zimmer verbessern, das ist ja etwas, was ich damals auch schon gesagt habe, wäre recht leicht, weil es nicht sehr zeitaufwendig ist. Und das habe ich auch etwas gemacht, und zwar... habe ich jetzt hier naja, so eine Art Banner, ne? Und da hinten auch noch so ein, eine Art, keine Ahnung, wie hieß das nochmal? Irgendwie so eine Art Bild oder so. Da drüber seht ihr auch noch diese drei roten ja, Bilder, ne? Mit so asiatischen Schriftzeichen, das gefällt mir. Das fand ich auch recht cool. Also, naja, das habe ich jedenfalls geschafft, ne? Und ich finde, das sieht dann auch jetzt etwas besser aus, ne? Sieht jetzt etwas asiatischer aus. Gemischt mit etwas diesem tropischen, so irgendwie mag ich das, ne? Vielleicht ein wenig aktiver sein. Ja, gut, ne? Wurde nicht so gut mit 10 Videos oder so, ne? Ja, das ist etwas, worüber ich gleich auch reden werde, ne? Weil das ist ein bisschen sehr zeitaufwendig, mit so Videos zu machen. Davor war es, weil ich faul war. Und jetzt ist es eigentlich wirklich mehr, dass ich nicht sehr viel Zeit habe. Ne? Und wenn man dann manchmal Zeit hat, dann will man, glaube ich, auch mehr entspannen. So. Ja, darüber reden wir aber gleich auch noch. Ja, das habe ich jedenfalls nicht geschafft. Das Kanaldesign sollte ich vielleicht doch verbessern. Also dieses Banner vielleicht. Vielleicht auch noch weitere Designs. Ja, das haben wir hinbekommen. Ne? Also, wie ihr seht, ich habe da jetzt einen neuen Kanalbanner. Ich persönlich finde ihn sogar besser, weil das dann jetzt auch wirklich mit diesem asiatischen Stil auch gemixt ist und ich finde, er sieht auch einfach viel cleaner aus und der ist auch viel mehr up-to-date und ja, sag ich mal so mehr basic und so, weil davor waren ja sehr viele Leute mit Skefi drauf und Skefi gibt es jetzt ja auch nicht mehr wirklich. Naja, da war er jetzt nicht wirklich dann auf dem neuesten Stand und da ich dann jetzt so ein Bild genommen habe, wo dann halt alle meine drei Charakter von den drei verschiedenen Spielen, die ich hier auf dem Kanal ja manchmal auch Spiele drauf sind, finde ich, ist das halt viel allgemeiner. Kann ich jetzt mehr mit anfangen als das andere. Ja, bin ich mir zufrieden. Ja, das war dann, glaube ich, für die Vorsätze, die ich mir da genommen habe vielleicht, ne? Ich habe mir das Video da gerade kurz einen Teil nochmal von angeschaut. Ich glaube, das war's dann. Und ja, jedenfalls jetzt etwas Ernsteres. Und zwar die aktuelle Situation. Ne? Habe ich auch schon gesagt, das mit dem aktiver sein. Das wird noch schlechter, glaube ich, dieses Jahr. Ich habe privat hier außerhalb von YouTube, mache ich halt momentan auch sehr viele andere Sachen. Und finde halt fast gar keine Zeit dazu, Videos zu machen. Also meistens so an dieser Animation zum Beispiel, habe ich dann meistens eher an Sonntagen gearbeitet und so. Und Sonntag ist halt eher so ein Tag, wo man... ich mich jetzt entspannen möchte. Ja, auch wenn das Animieren irgendwie auch etwas Spaß gemacht hat und so, bei Musik zu hören und so, aber ich finde halt momentan wirklich nicht viel Zeit für YouTube und deshalb war ich auch kurz davor jetzt sozusagen, yo, ich werde mit YouTube aufhören. Aber freut euch nicht zu früh.
Denn ich glaube, ich werde YouTube noch machen. Also mehr so gegen so Feiertage oder Ferien oder irgendwie sowas. Ja, da würde ich, glaube ich, wahrscheinlich eher YouTube machen. Und dann werden Videos wahrscheinlich noch seltener kommen. Vielleicht werde ich es auch so machen, dass ich die Qualität noch besser mache oder die Qualität mir dann wirklich sehr gefällt. Und naja, wie es dann mit Rise of the Aziz weitergeht, das werde ich, glaube ich, nicht weitermachen. Oder vielleicht manchmal ganz kleine Sachen reinmachen, aber ich habe mir da wirklich sehr viel vorgenommen, weil ich wollte wirklich eine krasse Story machen. Habe mir so verschiedene Charakter ausgedacht, irgendwie so eine Villengruppe von Aziz. Wirklich dann auch die Kleidung, die vielleicht tragen und so, und welche, was für Namen die haben. Manche habe ich mir sogar schon so Arcs ausgedacht, ne? Habt ihr auch hier gesehen, ne? Das sind ja 3 Arcs. Und ja, wie ich das mit diesem Tales Arc da machen werde, habe ich keine Ahnung. Vielleicht werde ich da ab und zu ein bisschen machen. Aber ich habe da ehrlich gesagt gar nicht mal so mehr Lust drauf, weil das eigentlich schon sehr aufwendig ist. Und wenn ich jetzt schon für diese Animation da sehr lange gebraucht habe, will ich dann nicht wissen, wie das dann für andere Sachen sein wird. Und naja, man wird halt auch irgendwann älter und dann hat man halt eben noch weniger Zeit dafür, ne? Und ja, so eine ganze Story, ne? Wenn ich das dann wirklich nur so mit richtig krassen Zeitdruck mache, das wird einfach nicht gut sein. Das wird einfach richtig billig aussehen, ne? Vor allem, wenn man das dann alles dann so eher alleine macht, ne? Außer da vielleicht bei Roblox Jailbreak, da hat mir Mirko da mal geholfen, ne? Als er die einfach der Aziz da gespielt hat, ne? Als der Character SWAT, ja, gegen die gekämpft hat, ne? Danke dafür, Mirko. Also, ich denke einfach, ich werde sehr inaktiver sein. Und wenn Videos kommen, dann werden die vielleicht auch gut sein oder auch nicht. Also einfach so, ich glaube, es wird jetzt einfach chilliger auf dem Kanal, ne? Splatoon und Roblox sind zum Beispiel momentan Games, die mir mehr Bock machen als Minecraft. Auf Minecraft habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock momentan. Und wenn, dann überhaupt nicht darüber Videos zu machen. Und Splatoon spiele ich momentan auch nur sehr selten. Und ja, wenn, dann wahrscheinlich würden öfters Jailbreak-Videos kommen. Das ist dann einfach das, wofür ich mich jetzt entschieden habe. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann okay damit. Ne? Ich habe jetzt nicht wirklich ein krasses Ziel vor mir, einfach da mal in fairen Videos zu machen und etwas entspannter. Und die Story müsst ihr dann vielleicht gar nicht mehr sehen. Da könnt ihr euch ja schon freuen. Vielleicht wird die Story dann manchmal irgendwie vorkommen nebenbei. Mal sehen, was ich da mache. Also ich glaube, ich werde jetzt nicht so mich krass reinsteigern, weil ich halt einfach andere Sachen auch noch mache. Und ja, ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video, wann auch immer das sein wird. Und dann sage ich einfach mal, ciao, Leute.